Ja, hier liegen sie, die drei. Rechts Kuddel, in der Mitte Pipilottchen und links Puschek. Gestern waren wir ja mit Kuddel und Graf Puschek in der Tierklinik. Kuddel wurde geröntgt und wie befürchtet hat er Spondylose in der Wirbelsäule. Hinten die Beinchen sind in Ordnung, keine alten Kreuzbandrisse, keine Arthrose, aber im linken Vorderbein eine Arthrose, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Die sieht im Röntgenbild wie ein Blumenkühlchen aus. Ja, und die Tierärztin meinte, das ist eine Arthrose, die bereits im Welpenalter beginnt, die da eigentlich schon behandelt werden kann. Aber jetzt ist es natürlich zu spät. Ja, Kuddel bekommt zusätzlich noch ein Sirup. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Das ist aber ein Gelenkgleitmittel ins Futter. Ja, wir haben dann noch eine Adresse von einer Tierärztin, die wie heißt es noch schnell? Osteopathin. Da stellen wir Kuddel dann mal vor. Mal gucken, vielleicht hat die noch eine Idee, um ihm das ein bisschen zu verbessern. Ja, dann links Graf Puschek. Der wurde in Vollnarkose gelegt. Blitzschnell, weil Puschek ist ja nicht ohne. Ein kleiner Giftzwerg. Und da sollte die Perinealhernie operiert werden. Das ist eine sehr umfangreiche, große Operation, die auch sehr lange dauert, weil man muss das Muskelgewebe wieder zusammenfügen und woanders entnehmen. Ja, und dann kam aber die Tierärztin aus dem OP und meinte, nee, wir machen das nicht, weil die Hernie am Darmausgang ist noch so klein, dass wir da durchaus noch warten können, weil diese Operation ist nicht einfach, sie dauert lange und ist anschließend auch mit großen Schmerzen verbunden, weil der Darm ja auch immer in Bewegung ist und das ja, muss ja nicht unbedingt sein, wenn es nicht nötig ist. Also warten wir da ab. Ja, dann kam aber Puschek aus dem OP und ja, er musste 9 Zähne lassen. 9 Zähnchen. Jetzt hat er nur noch seine kleinen Vampirzähnchen. Und am Popo sieht er aus wie ein kleiner Pavian. Ja, und gegen seine chronische Verstopfung hat er jetzt auch einen Sirup bekommen. Ja. Und Puschek, das muss ich euch noch erzählen, Puschek ist ja ein kleiner Giftzahn und sehr launisch. Und die Tierärztin hat uns ein Glückshalsband mitgegeben. Das sind Hormone, die die Mutter, wenn sie Welpen hat, ausschüttet. Ja, irgendwie ein bisschen kompliziert. Ich habe so verstanden, dass wenn die Mutter natürlicherweise die Welpen alleine lässt, um auf Futtersuche zu gehen, bekommen diese Welpen die Hormone über die Muttermilch, dass sie keine Verlassensängste haben. So habe ich das verstanden. Egal, das ist ein Glückshalsband und das trägt Graf Puschek jetzt und ich finde auch, dass er heute sehr ausgeglichen ist. Ja, und lachen mussten wir gestern Abend, als ich ihm seinen Gute-Nacht-Kuss geben wollte. Da roch er doch sehr nach Parfüm.
Ja, und dann habe ich gedacht, wer hat ihn denn in der Tierklinik geküsst? Ja, Puschi, bist du fremd gegangen? Ja. Gut. Und da kommt rechts oben Horst. Ja. Ja, heute ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint, die wärmt auch schon. Und die Hunde liegen dann immer viel draußen. Hier können sie gucken. Gut, und ich gehe jetzt weiter arbeiten. Ja, ich korrigiere nochmal. Ich bin hier auf dem Kudamm, da ganz hinten ist Pipi Lotta. Ich hatte euch erzählt von dem Glückshalsband und ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Also, Pheromen ist Inhaltsstoff. Pheromen ist ein natürlicher Stoff, den die Mutter, die Hundemutter bildet und über den Geruch an ihre Welpen abgibt. Und dieses Pheromon macht glücklich, entspannt und stressfrei. Ja, also ist es keine Chemie. Es ist, wie ich schon gesagt habe, ein Glückshalsband. Ja, das kann man übrigens auch geben, Silvester oder in Stresssituationen, die ein Hund hat, oder bei Angsthunden auch. Probiert das einfach mal. Gut, ich gehe nach Hause. Bevor ich nach Hause gehe, zeige ich euch noch mal den kleinen süßen Pavian-Po von Puschek. Ja, Puschek. Wie alles abrasiert. Ah, Puschek geht es wieder ganz gut. Er kriegt übrigens noch Metacam. Ich meine, 9 Zähne zu verlieren, das ist ja auch nicht ohne und schmerzt bestimmt. Und noch 1 Woche Antibiotika. Ja. Pipi, komm. Gut. Dann gehen wir jetzt. Noch was. Wir hatten heute die Idee, dass wir Jan ja auch 5 solcher Halsbänder besorgen könnten. Er braucht ja die 5-fache Dosis. Die Frage ist nur, die alle um den Hals zu tragen, ist ein bisschen schwierig. Wir überlegen uns das nochmal.